das natürlich ganz, ganz spannend. Die erfahrene Olympiasiegerin aus Frankreich, Laura Flessel, gegen die bei solchen Wettbewerben noch ganz unerfahrene Denise Holzkamp. Der Youngster, zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft mit dabei. Ich sagte das vorher schon mal, sie stammt aus Berlin-Steglitz. Ich weiß nicht, ob Sie es gerade gehört haben. Im Hintergrund hat man die Stimme vom Chefbundestrainer des Deutschen Fechterbundes, Emil Beck, gehört mit dem "Geb dich nicht zufrieden". Sie hat Laura Flessel dieses Jahr schon einmal besiegt in der laufenden Saison. Sie weiß, dass sie es kann. Aber es ist natürlich die Frage, wer hier jetzt in diesem Finale vor rund 1800 Zuschauern im Pavillon de Sport in La Chaux-de-Fonds da die stärkeren Nerven haben wird. Die Deutsche oder die Französin. Da geht es los, wie es losgehen muss bei einem solch spannenden Gefecht mit einem Doppeltreffer. Innerhalb von wenigen Millisekunden müssen da beide mit eben diesen 750 Gramm auftreffen. Und damit steht es 1:1. 3x3 Minuten, 15 Treffer insgesamt. Der ganze Körper ist Trefffläche, von der Maske oben bis zur Fußspitze. Deswegen auch diese isolierte Bahn unten, damit keiner schummeln kann und vielleicht ein bisschen daneben treffen kann. Wieder ein Doppeltreffer, 2:2. Denise Holzkamp bis vor kurzem noch in der Ausbildung an der Berufsakademie und angestellt bei ihrem Sponsor, wechselt demnächst in die Sportfördergruppe der Bundeswehr, zieht sich damit ein bisschen zurück aus ihrer weiteren Ausbildung und will sich auf Sydney 2000, die Olympischen Spiele, konzentrieren. Zum ersten Mal geht nun Laura Flessel mit 3:2 in Führung. Wenn man die aktuelle Saison vergleicht, dann steht eigentlich Denise Holzkamp gar nicht so schlecht da. Nicht die Weltcup-Turniere, sondern bei Europameisterschaften, zum Beispiel in Plovdiv. Da wurde Flessel nur Sechste im Einzel, Siebte im Team. Wohingegen die Tauberbischofsheimerin mit der Mannschaft die Goldmedaille sich geholt hat. Ob es dieses Mal zu Gold reicht im Einzel, 4:2 führt nun Flessel. Ja, die deutschen Fans haben sie da schon kräftig unterstützt. Kein Treffer, sagt der Obmann hier. Das Gefecht wird immer beobachtet von drei Referees, drei Obleuten. Einer vorne, der das Gefecht an sich juriert, und zwei, die auf der Seite aufpassen. Und da geht sie durch. Holzkamp setzt den Treffer. Die Fechter biegen ihre Waffen immer ein bisschen, meistens mit der Spitze nach unten. Das erleichtert es, den Gegner zum Beispiel mal zu überraschen, so hinter der Glocke auf den Arm zu treffen. Das ist diesmal aber nicht gelungen, da ist sie vorgegangen, aber der Angriff von Flessel war besser. Der Arm war länger. 5:3 für Französin. Ah, aber Holzkamp kann verkürzen. Wunderschön hier in der Zeitlupeneinstellung zu sehen. 56 Sekunden noch im ersten Drittel. Dieses bisschen Abwarten, was man hier sieht, deutet darauf hin, dass beide eher auf den Fehler des anderen warten. Also nicht angreifen, sondern eher abwarten. Das kann sich die Französin natürlich erlauben. Sie liegt mit einem Punkt, mit einem Treffer vorne. Wenn das Gefecht jetzt so weitergehen würde, die nächsten
zweimal drei Minuten, die es da noch gibt, dann hätte die Französin auch gewonnen, wenn es dann 5-4 noch gestanden hätte. Da steht es aber schon nicht mehr, denn Holzkamp gleicht wieder aus. 5-5. Da hat sich Flessel noch ein bisschen nach hinten versucht zu bewegen, aber Holzkamp hat sich länger gemacht und getroffen mitten auf den Bauch der Gegnerin. Wieder ein blauer Fleck mehr. Aber die Französin scheint doch lieber in die Pause zu gehen wollen mit einem Treffer Vorsprung. Da unterhalb der Maske hat sie ihn hingesetzt. Eine Minute Pause, die beiden Fechterinnen die Möglichkeit gibt, sich einmal mit ihrem Trainer zu unterhalten. Im Falle Flessel ist das Michel Salas. Und im Fall von Dennis Holzkamp, hier sieht man diesen Treffer, der unter der Maske, dann auf der Maske von Laura Flessel landet. Nicht unter, auf der Maske von Laura Flessel landet. Dennis Holzkamp in, Denise Holzkamp, Entschuldigung, in solchen Fällen immer hochkonzentriert, nimmt da kaum noch was auf. Auch das, was die Trainer dort reinrufen. Da sind die Athleten nur noch auf ein, zwei Stimmen fixiert. Aber dann kommt das viel schwieriger, das Umsetzen dessen, was die Trainer von außen meinen, wie man dieses Gefecht dann doch für sich entscheiden könnte. Das muss dann doch die Fechterin in diesem Fall dann selbst erledigen. Eine Deutsche möchte ich noch nachtragen. Aus Heidenheim kommt sie. Imke Dublitzer ist 18. geworden. Sie musste sich gegen Laura Chiesa aus Italien 11-15 geschlagen geben. Chiesa immerhin Weltmeisterin in Athen und Silbermedaillengewinnerin von Essen. 7-5 nun für Flessel. Das heißt zwei Treffer Vorsprung. Das will im Degenfechten noch lange nichts heißen. Und das meint wahrscheinlich auch die Tauber Bischofsheimerin, die hier um 1 verkürzt. Geht viel unten auf den Fuß und duckt sich sehr gerne ab. Ach, die hat viele Qualitäten. Am besten noch fragt sie selber. Ja, das war Dennis Holzkamp nach dem Gefecht auf die Frage, wie es denn gegen Laura Flessel zu fechten ist. Hat sie gesagt, viel auf den Fuß. Da heißt es Nerven behalten. Die hat sie ja heute behalten. Ich habe es vorher schon gesagt, ihren gesamten Durchlauf, den sie heute hatte. Zuerst gegen die Vereinskameradin, vielmehr nicht Vereinskameradin, aber Teamkameradin aus Offenbach kommende Christina Oppart im 64er K.O. Dann aus Großbritannien Valerie Cramp im 32er. Anschließend die Italienerin Christina Gaschioli und dann die Koreanerin Jung Sun Ko. Tja, und anschließend die Ungarin Jöngi Salai. Die sich im Übrigen, die Ungarin, gegen die Schweizerin Diana Romagnoli durchgesetzt hatte. Die Schweizerin damit 7. Gianna Halblützel-Bürki hatte Schalai im Achtelfinale geschlagen und ist 13. geworden. Aber jetzt scheint tatsächlich Laura Flessel dann doch Denise Holzkamp davonzuziehen. 11-7, 4 Treffer Unterschied. Das könnte schwierig werden, vor allem wenn man Laura Flessel kennt, die einen unheimlichen Siegeswillen hat. Die 26-Jährige aus Guadeloupe, die dieses Jahr nur knapp am Weltcupsieg vorbeigegangen ist, den musste sie Claudia Bokel vom Olympischen Fechtclub in Bonn überlassen. Die 33. hier wurde. Sie musste sich nämlich der Britin Valerie Cramp 8-9 geschlagen geben. Da ging das Gefecht in die sogenannte letzte Minute.
Claudia Bokel mit ihrem 33. Platz natürlich ein bisschen enttäuscht. Als Weltcupsiegerin konnte sie heute den Gesamtweltcup entgegennehmen, aber im Finale, wo sie sicherlich auch gerne gestanden wäre, stand sie nicht. Da standen aber diese beiden und Laura Flessel mit 13:7, sehr weit vorne, fast uneinholbar. Nochmal zurück zum Interview, das ich nach diesem Gefecht mit Denise Holzkamp geführt habe. Da heute einsetzen konntest, mental unheimlich stark gefochten? Ich hatte heute alle Nerven beisammen, denke ich mal, und unheimlich viel Kampfgeist eingesetzt. Ja, meine Qualitäten, gut, da fragt man am besten meine Trainerin. Und ansonsten, das Quäntchen Glück war auch dabei, da hat alles gepasst. 14:7, ein Treffer noch und dann ist die Olympiasiegerin auch Weltmeister. Dennoch, Denise Holzkamp hat es ja gerade eben schon gesagt, es hat alles gepasst, denn sie war schon zufrieden mit diesem 64er-Tableau. Und bis ins Finale zu kommen und die Silbermedaille zu gewinnen, wenn ich das noch schon vorwegnehme. Okay. 8:14. Man kann sich natürlich da an sowas nochmal ranarbeiten, aber da gibt es sehr, sehr wenige Fechter, die einen solchen Rückstand aufholen können. Und die Olympiasiegerin macht ihren Traum wahr. Nach Gold in Atlanta holt sie nun bei diesen Weltmeisterschaften die Goldmedaille. In Kapstadt letztes Jahr konnte sie nicht so gut abschneiden. Da holte sie lediglich eine Medaille mit der Bronzemedaille, aber mit der Mannschaft. Und jetzt freut sich natürlich auch ein bisschen mit ihren Fans, mit ihren Freunden, mit ihrem Mann. Denise Holzkamp, Silbermedaille. Die erste Medaille des Deutschen Verbandes hier bei diesen Weltmeisterschaften. Und wir kommen gleich noch zu den Säbelentscheidungen.